Starten wir einfach mal voll rein. Wieder irgendwie anderthalb Wochen nicht weitergespielt, ne? Unfassbar. Unfassbar. Bleib Christoph just gifted 2 Subs. Dankeschön, Christoph, für die verschenkten Subs an Babsi, Leo Kadi und an Marco. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Matthias, Hallöchen. Was haben wir denn hier jetzt so in der Gegend? Da ist noch ein Lagerfeuer. Das würde ich mir eben mal schnappen. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Matthias Appelmann ist ein Mary. Und das schon seit 6 Monaten. Unfassbar. Ich finde es immer echt beeindruckend, wie lang manche Leute schon hier sind. Und es fühlt sich irgendwie an wie gestern, ne? Das ist schon echt heftig. Das ist schon echt heftig. Vielen, vielen Dank dafür. Lauf, Aloy. Unfassbar. Dann lass mal eben gucken. Unbekannte Werkbank, Unterschlupf. Das ist auch eine Werkbank. Das ist eine Höhle. Durchsuche die Kommandozentrale. Hä? Ah, das habe ich doch schon gemacht. Ah, warte, da fehlte mir irgendwas, ne? Kann ich nicht einfach so hinreisen? Nee. Wait. Na, Aloy. So, dann wollen wir nämlich mal da hin. Dass man gerne bleibt. Uncharted war so cool. Oh ja. Wer das sehen möchte, entweder unter den Panels findet ihr den Direktlink oder einfach so mal bei mir auf YouTube nachgucken. Aber Schuhe ist ja nur ausgesetzt worden. Haben wir denn... Waffen-Upgrade. Da. Nice. Aufgabe erstellen. So, Munitionsherstellung, Trankherstellung. Wollen wir einmal das machen? Oh Mist. Ja gut. Geht auch so. Wollen wir uns erstmal wieder komplett ausstatten. Wo ist denn bitte meine ganze Munition am Ende hingekommen? Oh, ist merkwürdig. Rohstoffe. Einmal. Zack, zack, zack. Echohülse, Reinholz. Ich brauche dringend Zünder, ne? So, jetzt sind wir hier. Hier sind noch Fragezeichen. Will ich da mal, glaube ich. Darunter? Wait a second. Ich gleite! Ja, ey, Leute, tust du. Man bleibt nicht nur wegen dem Content, sondern wegen einer funktionierenden Community. Ich denke, dass diese Community hast du auf jeden Fall... ich erinnere mich, wo ich neu war und wurde direkt aufgeholt. Das habe ich schon häufiger gehört, dass man sich hier in unserer Community wirklich sehr, sehr wohl fühlt. Und das freut mich so unfassbar. Weil das ist am Ende etwas, was ich... euch auf jeden Fall zuschreiben muss, weil da kann ich relativ wenig tun, außer die, die kacke sind, rausschmeißen. Und da danke ich jedem Einzelnen, der sich hier einfach nur so ein bisschen nett verhält. Außer Gmail.
Du. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe es gesagt. Nein, also das, ganz ehrlich, finde ich auch ultra, ultra cool. Ich werde ja hin und wieder mal gefragt, was ich so erwartet habe, als ich mit GTA angefangen habe. Und ich kann mal sagen, wovor ich auf jeden Fall ein bisschen Angst hatte, ist, es gibt ja einige GTA-Communities, die echt toxisch sind. Und da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich auch in so einen Sog reinkomme. Wo ich mir am Ende dann einfach nur so denke, oh nee, solche Leute will ich hier nicht haben. Aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Michi, hallöchen. Okay. Und Matze, hallo. Feuerglimmer in der Stimme. Einfach anzünden. Mhm. Ist auch gar nicht gefährlich, sich dann trotzdem weiterhin in so einem, in so einer Höhle aufzuhalten, die eventuell einsturzgefährdet wäre danach. Nee, überhaupt nicht schlimm. Gut, dann haben wir das hier. Wir müssen immer noch danach um. Warum? Warte mal. Nebenquest 16. Dann will ich, glaube ich, erstmal dahin. Da bin ich doch fast. Kann ich mich da nicht einfach hinporten? Nein. So. Da war ich doch fast. Und Michi, den wünsche ich dir auch. Lass es dir gut gehen. Ha. Meter in diese Richtung. Gut. Machen wir erstmal die Nebenquest ab Level 16. Wah! Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet in einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Oh, Gott sei Dank. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Das ist richtig, Demon. Erfordert Methoden aus der alten Welt. Und ich glaube, du hast auch sehr, sehr viel gelernt über die Sie haben Signale lokalisiert, indem sie sie von 3 Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch 2, beide hoch oben. Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst. Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silga. Wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist. Okay. Wir müssen einmal dahin und einmal dahin.
Hier haben wir schon fast alles auf jeden Fall. Nee, ich will nicht das Schnellreiseding nehmen. Warte mal, hier ist doch ein... Ist hier kein Lagerfeuer? Echt nicht? Oh, wow. Monster Chaos, Hallöchen. Ja, komm, dann machen wir das einmal so. Ich bin gerade echt zu faul zum Laufen, ne? Schumpelchen. Guten Abend. Wie geht's dir? Endlich mal, bevor ich Schluss mache. Ich sehe dich, Streiter. Lauf, Schlampe! Lauf! Geschäft. Autsch. Holy shit. Das war laut. Ich mag diese coole Community. Ich auch. Ich auch. Schau dich um oder zieh weiter. Boah, ich muss das mal wesentlich leiser machen. Setz dich zu mir, Fremde. Ich muss dir etwas erzählen. Musst du das? Ja, dann Gerüchte. Wie coole Community, nur Verrückte. Ich ja, aber das macht Gruppe sie so cool. Ich habe eine Gruppe Osseram-Plünderer am Rande der Wüste im Südwesten gesehen. Ich würde es melden, aber ich glaube, sie schaffen es nicht lange. Entweder holen sie die Maschinen oder die Stürme. Oh, Bash und Hammy for President. Mhm. Klingt, als könnten die Osseram Hilfe brauchen. Ja, ich werde auch ja. Mach das mal. Schock und Eis. Ich will ja irgendwie alle Waffen, die es so gibt, kaufen können, ne? Und wenn wir eh schon mal hier sind, Outfits. No! Verkaufen. Vielleicht kann ich es mir danach leisten. Who knows? Ich hoffe, Katzi guckt keine VODs. Ich werde das extra klippen und ihr dann am Montag zur Verfügung stellen. Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty. Vielen, vielen Dank, Monster. Dankeschön. Ich will es nur kaufen. So. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, wir haben jetzt das. An haben wir das. Obwohl, ich glaube, das ist sogar besser. Rüsten wir das mal aus. Wie wollen wir denn aussehen? Look anwenden. So, bei den Waffen haben wir auch noch Spulen. Machen wir einmal das. Hier haben wir noch eine Spule. So. Hier haben wir noch eine Spule. Nein. Okay. Die grünen Waffen bin ich echt am Überlegen, ob wir die einfach verkaufen. Ich glaube, wir werden mal die grünen Sachen einfach verticken, ne? Ich wäre am Ende am liebsten nur Lilanes haben. Und dann können wir nämlich erstmal nur auf das Blaue gehen. Well.
Bei den Spulen können wir auch wieder einiges verticken. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist das. Das ist Elektro. Elektro und Gift. Wasser, Eisgift, Wassergift, Eisgift. Schockbolzen. So. Wo fehlt jetzt noch was hier? Na komm, machen wir das. Und Kapalo, Hallöchen. Einen wundervollen Samstag wünsche ich dir. Mir geht's sehr gut. War 3 Tage im Phantasialand mit Übernachtung mit meiner Familie. War richtig schön. Das kann ich mir vorstellen. Phantasialand ist gar nicht so weit weg von mir, aber ich war da noch nie. Ich war da noch nie. Da konnte man die Kinder rund um die Uhr schön beschäftigen. Oh ja, und abends waren sie hoffentlich richtig schön müde. So, lass mal gucken. Sehr gut. Haben wir gemacht. Das ist doch perfekt, wenn sie am Ende... Nebenquest. Die ist jetzt gerade... Ist Level 16? Level 17. Dann machen wir erstmal das. Lass dich von der schönen Landschaft nicht in das Licht... Nö, 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 nö. Gut.